Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saksuro und das hier ist ein Video zu einer 30-Tage-Foto-Challenge. Ja, heute ist Tag 2. Das heißt, ich kann eine neue Aufgabe ziehen. Ich bin super gespannt, welches sein wird. Ich würde sagen, es wird diese hier. Heute ist die Aufgabe Symbiosen. Symbiosen? Das wird tricky. Ich bin echt gespannt, wie ich das umsetze. Ich bin gespannt. Das könnte, glaube ich, echt cool werden. Ja. Wer jetzt selber die Chance haben möchte, die 30 Tage Foto Challenge mitzumachen mit seinen eigenen Ideen, pausiert jetzt das Video und geht raus, fotografiert die Challenge, weil ab jetzt ist zu sehen, was meine Idee ist und wie ich es umsetze. Wer davon sich nicht beeinflussen lassen will, stoppt es jetzt, macht es selber, fotografiert es und wenn man das mit mir teilen möchte, benutzt gerne den Hashtag oder markiert mich in den Stories und dann jetzt viel Spaß mit dem Video oder beim selber ausprobieren. So, ich bin jetzt einmal hier im Wald, denn zum Thema Symbiosen fallen mir nur quasi zwei Sachen ein zur Natur, die man aktuell im Februar machen kann. Nämlich einmal eventuell noch Pilze, ansonsten Flechten. Und dann habe ich später noch eine Idee zum Thema Symbiosen in beziehungsweise auf das menschliche System. Mal gucken, was da so noch passiert. Aber hier gucken wir erstmal jetzt gerade nach Flechten und Pilzen. Mal gucken. Let's go. Ab in den Wald. Hui! Hier habe ich schon mal Flechten gefunden, aber es sind jetzt nicht genau die ich suche. Ich suche welche, die quasi ein bisschen mehr dreidimensional sind und rausgucken, also mehr abstehen. Aber für Notfall habe ich hier schon mal was gefunden. Okay, schon mal ganz gut. Ich habe da vorne auch gerade noch einen Pilz entdeckt, aber bei Symbiosen und Pilzen sind eher sowas wie Fliegenpilze, Steinpilze, die mit Symbiosen mit Bäumen eingehen, in den Wurzelwerk, also das Myzel mit den Wurzeln der Bäume. Da vorne ist zwar nur ein Baumpilz, der an einem Totholz ist. Ich weiß nicht genau, wie sehr der auch zur Symbiose zählt. Wäre halt nur eine Notfalllösung an Foto. Aber ich suche jetzt erstmal nach weiterem Totholz und eventuellen. Jetzt hole ich mein Makro raus. 105 mm von Sigma. Und dann mit Stativ, Langzeitbelichtung. Mal gucken, was man da so rausholen kann. Sieht ja schon sehr interessant aus eigentlich. So, nach Ewigkeiten suchen habe ich endlich was gefunden. Hier. Hier ist zwar viel Moos, aber das hier sind die Flechten, die ich meinte. Die sehen echt ziemlich cool aus. So sieht es jetzt aus, das Setup. Da ist das Makro drauf, Langzeitbelichtung und dort sind die Flechten. Mein Setup hier. Ich fotografiere von oben drauf auf die da. Genau. Das ist jetzt so mein Bild auch gerade. So, eine weitere Lösung von mir wäre jetzt ein anderer Pilz. Nämlich diese Baumpilze hier. Da auch. Und dann wollte ich so ein Foto machen von unten nach oben. Also quasi so. Ungefähr. So, meine Idee 2 ist, dass ich diese Fernwärmeleitung, die es hier gibt, von den Stadtwerken, dass ich die quasi fotografisch einfange, nämlich als Symbiose für ein menschliches System. Das halt, ich habe nämlich nachgelesen, es gibt auch technische menschliche Systeme, die man Symbiosen nennen kann. Dazu gehört auch, glaube ich, Fernwärme. Und diese Rohre finde ich interessant und die kann man, glaube ich, sehr ästhetisch in Szene setzen. Das ist jetzt mein Plan. Das heißt, ich schnappe mir jetzt A73 mit entweder 35 mm oder 70-100 und macht daraus jetzt irgendwas Schönes. Ich glaube, ich nehme das. Abschließend kann ich ja nicht 10 Fotos einreichen, sondern es ist ja, die Challenge ist ja darauf ausgelegt, dass man pro Tag ein Foto macht und sich dann für eins entscheidet. Also ich kann ja mehrere Sachen ausprobieren, aber am Ende muss ich mich für ein Foto entscheiden. Und welches dieses eine Foto ist, ist folgendes.